Bastian Oczipka. Herzlichen Glückwunsch zum Comeback. Wie gut war es, mal wieder auf dem Platz in einem Testspiel zu stehen? Ja, ich glaube, es war kein gewöhnliches Testspiel. Als wir schon hier hingefahren sind, das Stadion dann gesehen haben, auch, ja, ich weiß nicht, ob es komplett voll war, aber waren schon ziemlich viele Zuschauer da. Er hat natürlich ein bisschen Atmosphäre dann auch geschaffen und hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Geburtstagskind Steven Skripski, herzlichen Glückwunsch auch auf diesem Wege. Der Trainer hat dir heute 90 Minuten geschenkt. Wie war das Geschenk? Ja, danke schön. Ja, es war super, mal länger wieder zu spielen. Es war eine lange Zeit und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Und du hast getroffen. Wie wichtig ist das für einen Stürmer, dann auch in so einem Testspiel zu treffen gleich? Ja, wenn es die Chancen ergeben, dann will ich natürlich immer treffen. Da waren, glaube ich, noch ein, zwei Chancen, die auch sehr, sehr gut waren. Aber es war ein super Test und ja, ich denke, wir sind parat für Samstag. Wie fit fühlst du dich jetzt gerade? Jetzt gerade? Oder? Ja, natürlich ist man jetzt ein bisschen kaputt, aber es ging. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, keine Probleme gehabt. Ja, vielleicht am Anfang, das war nach langer Zeit ein bisschen gebraucht, um ein Spiel zu finden, 5 bis 10 Minuten, aber dann habe ich mich eigentlich sehr, sehr gut gefühlt. Wie würdest du überhaupt eure Leistung heute beurteilen? Ja, insgesamt bin ich schon relativ zufrieden mit der Mannschaft. Waren ja eine relativ neu formierte Mannschaft. So haben wir natürlich noch nie zusammengespielt, viele von der U23 dabei. Aber wir haben es insgesamt gut gemacht. Waren am Ende auch am Drücker oder gerade in der zweiten Halbzeit. Hatten dann auch sehr, sehr viele Torchancen, wo wir normalerweise eher schon das 2-1 machen müssen, wenn nicht sogar ja, das eine oder gerade am Ende noch das Tor machen müssen. Aber ja, ich glaube, das ist das Problem, was wir in der ganzen Saison schon haben. Beim 2-1 gab es Tumulte hinterher beim Schiedsrichter, weil der Spieler von Zenit quasi auf Höhe des Elfmeterschützens, glaube ich, stand. Deswegen habt ihr reklamiert, oder? Ja, also bei meinem Empfinden ist er deutlich zu früh reingelaufen. Aber klar, da müssen wir auch dran wachsen, dass wir vielleicht auch mal abgewichsterter werden, dass wir zu früh reinlaufen. Das sind Sachen, da lernt man und die müssen wir dann umsetzen. Wie wichtig war es für dich, Spielpraxis zu sammeln? Ja, natürlich enorm wichtig. Das hat der Trainer ja auch immer wieder betont und mir natürlich dann auch gesagt, dass es gut ist, jetzt mal wieder ein paar Abläufe reinzubekommen. Weil man kann es natürlich im Training nie simulieren. Wir waren natürlich immer relativ wenige, weil so viele Spieler waren. Dann spielst du nur 2 gegen 2, 3 gegen 3. Heute im 11 gegen 11 natürlich ganz andere Bewegungen.